Die Monatliche, die Zeitung für Wales. Ich habe ein grundsätzliches Problem hier. Ich habe sehr viel diskutiert mit jungen Muslimen, ja, und habe sämtliche Argumentationsfiguren, die aus ihnen kommen, von einfach dumm dreist, ja, bis zu dem Versuch einer echten Auseinandersetzung alles erlebt. Ja. Und ich bin mir dabei vorgekommen, und das ist auch nicht von mir, das stammt von Sam Harris, wenn ich das jetzt sage, aber es ist so, ich habe mich immer so gefühlt, wie wenn ich jetzt mit einem Nazi diskutiere und der mir erzählt, nicht der Nationalsozialismus ist das Problem, sondern diese extremen Nazis wie dieser Hitler und dieser Goebbels und der Heydrich und solche Leute, die seien das Problem. Ja? Nicht einmal in der Heiligen Schrift der Nazis steht, dass man Juden töten soll. Ein aufrechter Nazi möchte nur, dass die Juden ihr freches Maul halten und nicht so viel über ihre Judendinge reden, dass sie nicht so pervers viel Geld haben, weswegen sie nicht am wirtschaftlichen Leben so ganz teilnehmen sollen, sondern eine Abgabe zahlen und keinen Arier beschäftigen womöglich. Da sind wir schon auf bekanntem Terrain. Das ist das Leben als Dhimmi, das der Islam sehr wohl vorsieht. Über diese Dinge wird einfach nicht geredet. Und dann würde mir der Nazi noch weiter sagen, ja, weißt du, an und für sich sind wir ja nur Patrioten. Auch das hat man hier schon gehört. Solche Sachen würde ich dann hören. Und genau diese Sachen höre ich dann im Zusammenhang mit dem Islam. Nicht der Islam ist das Problem, sondern diese extremen Menschen im Islam. Ich persönlich mache keinen Unterschied zwischen Islam und Islamismus, das ist genau dasselbe.